Thorsten Herrmann aus Waldlaubersheim fackelt nicht lange, er macht einfach. Zerrmensche hilft mit Pizza. Die Idee dazu kam eher zufällig. 6 Jahre ist es mittlerweile her. Für ein Betriebsjubiläum hat Thorsten Herrmann damals das erste Mal Pizza gemacht. Es blieb ein bisschen Geld übrig und das spendete er an wohltätige Zwecke. Das Herrmensche war geboren. Das war halt wirklich gut, die Leute hat es geschmeckt. Und dann habe ich halt gedacht, ja, das kann man öfters machen. Und so hat sich das dann entwickelt, ja. Heute hat er seinen mobilen Pizzaofen in Sparbrücken aufgebaut. In dem kleinen Ort bei Bad Kreuznach gibt es gleich 2 schwerkranke kleine Kinder. Die Familien brauchen Hilfe. Da nimmt man schon mal ein stressiges Wochenende in Kauf. Aber jetzt positiver Stress, wenn man halt dementsprechend auch die Helfer hat, die auch gut drauf sind. Und dann das positive Stress und dann macht das gar nichts aus. Immer mit dabei, die Spendewutz. Über die Jahre ist ganz schön was zusammengekommen. Über 50.000 Euro hat Thorsten Herrmann bisher insgesamt gespendet. Von Corona lässt er sich da nicht ausbremsen. Dann wird halt geliefert und abgeholt. Seine Aktionen macht er für alle, die Hilfe brauchen. Vereine, die unter Corona leiden, Feuerwehren, Stiftungen oder Privatpersonen, die das Schicksal hart getroffen hat. Zum Beispiel Familie Voss aus Guldenthal. Unser Haus ist abgebrannt komplett in der Nacht. Und wir standen vor dem Nichts letztendlich. Und der Thorsten kam auf uns zu und hat gesagt, hat einfach ohne unser Wissen auch am Anfang eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Ja. Und mittlerweile macht er das fast jedes zweite Wochenende. Über sein soziales Engagement braucht man, glaube ich, nicht zu sprechen. Also trifft man nicht alle Tage, also dass er in seiner Freizeit das macht. Und es ist schon bemerkenswert, gerade auch in der jetzigen Zeit, auch so eine Person noch zu treffen. Die Erlöse der heutigen Aktion gehen an 2 Familien, die der kleinen Ava und die des kleinen William. Die Kinder sind 2 und 3 Jahre alt, beide haben Leukämie. Andrea Frank kennt das Schicksal der beiden Familien und sie kennt Thorsten Herrmann. Also hat sie ihn angerufen und der hat sofort zugesagt. War halt schwierig, noch einen Termin zu bekommen bei ihm, weil er ist ja schon das Jahr ziemlich ausgebucht. Aber das hat geklappt für Anfang November dann. Die Werbung für den Pizzaverkauf auf dem Kerbeplatz lief hauptsächlich über soziale Medien und sie hat funktioniert. Weil wir was Gutes tun wollen und lecker essen wollen. Es riecht aber schon sehr gut, von daher es wird, denke ich, auch gut schmecken. Pizza geht immer, ne? Unterstützen wir gerne, auf jeden Fall. Ja. Tag 1 ist schon fast geschafft. Ist das jetzt schon ein Erfolg? Wenn alles leer ist, war es ein Erfolg. Ja. Jetzt muss ich an den Ofen gehen. Fast 800 Pizzen wurden an diesem Wochenende verkauft. Ein neuer Rekord. Zerrmensche hat geholfen. Mal wieder.